meine Freunde, und zur letzten Folge von Doorways. So, ich möchte, dass heute mal was passiert. Also noch mehr. Oh, da wir nichts gefunden haben, ne? Ich habe gerade nochmal durchgeguckt, alles. Ich finde da gar nichts. Blöden Stromkasten kriegen wir nicht auf. Brauchen Schraubenzieher. Wir gehen aber mal zurück. Guck mal, was passiert. Wie gesagt, ich will, dass heute mal was passiert. Weil, letzte Folge. Und danach wird's mental. Können wir... Was können wir denn machen? Können wir das vielleicht einschlagen? Nein. Komm, zieh, zieh! Nein, nicht. Okay. Also wir können irgendwie nirgendwo hin. Aber irgendwie können wir doch irgendwo hin. Und da, wo wir hin können, sind Krabbelmonster mit hässlichen Dingen, Beinen, was auch immer das war. Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Oh shit, das ist ein Ort, wo ich glaube ich nicht hin will. Oh hey. Zap, dude. Ne, nichts. Okay. Haben wir Jumpscare verpasst? Nein, ja, scheiße. Hallo. Nichts? Okay. Gut, dann, ja, was soll schon an so einem einladenden, gemütlichen, schönen, familienfreundlichen Ort passieren? Oh hey, was ist das? Schraubenzieher. Oh, Schraubenzieher. Hallo? Nein? Gut. Boah. Den haben wir jetzt schon mal. Wow! Oh, oh, hey! Fein! Das war's? Das war alles? Das war euer glorreicher Jumpscare? Damit wollt ihr mich jetzt aus der Bahn hauen? Fuck you! Obwohl? Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, ich dachte, da liegt ein Zettel. No, Licht anlassen. Licht aus ist scheiße. Wollen wir nicht, machen wir nicht. Kommt noch was? Nö. Wie war euer Tag? Ich hoffe doch gut. Weil sonst wäre es ja doof. Moment. Achso. Okay. Au. Oh, wir können alle anmachen. Das ist ja cool. Wir haben mittlerweile Licht. Und irgendwas gefällt mir nicht. Hallo? Okay, dann nicht. Hallo? Bitches? Nein? Oh, Schlüssel. Ganz zufällig ist hier jetzt ein Schlüssel. Mensch! Was Strom anmachen heutzutage alles bringt. Hallo? War wenig gerade? Oh jo! Wir haben einen Schraubenzieher her. Und dafür mussten wir jetzt extrahieren, ja? Könnt ihr mal das Licht anlassen? Oh! Oh! Schlüssel! Hab eine Idee. Ich meine, die Idee ist jetzt nicht... Oh, was ist das? Die Idee ist jetzt nicht unbedingt hart, aber... eins, zwei... Echt jetzt? Wir haben den Schraubenzieher da hinten gelassen? Warum? Brauchen wir keine Stichwaffe oder so? Ah, die brauchen wir nicht. In diesem Spiel passiert ja nichts. Hallo? Wir müssten diesen komischen Dolch mal finden, ne? Oh, hey! Fuck you. I move to the other direction. Oh, fuck off. Okay. Das bringt nichts, oder? Nein? Dann schraubst du noch? Nein? Okay, blöd. Well, well. Hm, was mag uns in diesem Gang nur erwarten? George! Hä? Ja, traust du dich? Komm doch! Komm doch! Komm doch! Haha! Der Steinkelch hat ihn erschreckt. Really? Moment, kann ich das wieder runter machen? Ihr habt Stahlplatten vor euren Klassenräumen? Gosh, seid ihr eine kranke Schule! Ihr müsstet meinen Gesichtsausdruck gerade sehen. Dieses What the fuck? Okay, okay, zu viele Gänge. Irgendwas muss passieren. Ich weiß nicht wohin. Blöd. Okay, okay, okay. Das Spiel lässt uns ein bisschen im Stich im letzten Tag, oder? Ich meine, schon zweimal die Möglichkeit habt gehabt, gefressen zu werden. Und was passiert uns? Nichts bis jetzt. Da ist der Dolch. Können wir rein?
Oh, come on. Dann hier rein. Dann hier, einschlagen. Willst du mich jetzt verarschen? Du hast einen scheiß Stein in der Hand. Du kannst eine dumme Scheibe nicht einschlagen. Gosh, kein Wunder, dass du in der Hölle gelandet bist. Hallo? Ich habe übrigens was über das Speer. Fuck off. Der war gut. Moment. Ah! Fuck you. Ich wollte gerade sagen, ich habe was über das Spiel gelesen. Wir können doch sterben. Nochmal. Aber nicht sterben diesmal. Hä? Ach, hier war's. What's up, dude? Ah! Fick dich! Okay, der war gut. Der war gut. Das gebe ich zu. Der war so gut gemacht. Erst taucht er da auf oder verschwindet er wieder? Der ist gut. Also da können wir gar nicht durch, oder? Nein, ich gehe jetzt nicht nochmal rein. Nee, rechts können wir nicht her. Alles klar. Okay, ab jetzt taucht das Schattenvieh also auf und will uns essen. Okay. Gut, es hatte zweimal die Chance, uns zu töten, hat es nicht getan. Die dritte hat es genutzt. Fick dich. Okay, der zweite, der war echt... Der war nicht übel. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Das lasse ich dem Spiel. Können wir... Das Spiel ist 90% Walking Simulator. 10%... Okay, machen wir es anders. Sagen wir 80% Walking Simulator. 10% Hobby Jumpscare Scary. Und 10% Riddles. Also Puzzle und so. Gibt es ein Zettelchen, irgendwas zum Lesen? Außer die ganzen Millionen, die auf dem Boden und so liegen? Was? Geronimo, nasty! Geronimo crippled. Geronimo crippled, nasty. Also dieses Vieh, was uns jagt, ist Geronimo. Nennen wir ihn Gero. Jerome? Jay? Jay! Das ist kurz. Kurz und bündig. Komm hier rein? Nope. Komm hier? Nope. Jay? Bist du hier? Bitte nicht. Fuck. Ha! Weiche dem Licht, Dämon. Hallo? Hinter uns was? Nö. Murders! Murders! This place is hell. Where is Julieta? Trust in sehr buenas noches. Keine Ahnung, was da steht. Wer es mir übersetzen kann, bin ich dankbar. Kannst du es wegwischen? Nö. Well, fuck. Diese sinnlosen Räume, was soll der Scheiß? Jay hat uns eben ganz geil erwischt, aber jetzt? Komm ey, zieh mal wieder an. Okay, hinter mir Geräusche, links von mir Geräusche, rechts von mir Geräusche. Welchen Geräusch beachte ich? Kein Jumpscare, kurz bitte. An meinem Schauen. Our flesh is yours, oh saint. Saint of the flesh from the crimson deep. Let your blood... Was? Enlightens... Sate our hunger. Nourish us. Fill us with eternal wisdom. Through the meat of the blessed ones. Ja, das ist der Bullchain. Whoa, 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 whoa. Das war... Aus Versehen geklickt? Fragezeichen? Augenblick. Ich will nichts verpassen hier. Wobei, vielleicht will ich manches doch verpassen. Hello there! Und? Nix? Schon wieder Blut. Also, so wie ich das Ganze jetzt verstanden habe, basiert diese Schule eigentlich darauf, dass hier jeder irgendwie gegessen wurde. Nein. Jetzt mal nicht übertreiben. Anscheinend wurden hier rituelle Opferungen oder so durchgeführt. Holy fucking hell, geh da rein! That was too easy. Oh, Moment, das ist Jay's Room. Fuck. Tür hätte ich vielleicht zugelassen sollen. Tada! Hier sind wir wieder. Die ganze Folge heute geht übrigens... Wow, wow, fucking hell! Ein bisschen länger. Jay, der war gut. Fucking hell! Jay, der war echt gut. Oh, fuck. Wo sind wir jetzt schon wieder? Okay. 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 Holy shit. Der letzte war gut. Jetzt gleich hört ihr? Nein, doch nicht. Ich dachte, mein Echo geht an. Mein Echo ist angegangen. Mein Amazon Echo. Oh shit.
Ich dachte, sie redet, aber sie hat nichts geredet, sie hat nicht verstanden. Alexa, sag mal hallo. Holy shit, Jay, fuck you, dude. Nope. Willst nicht riskieren. Fuck you, Jay. Fuck you. Kann ich die Tür wieder zumachen, bitte? Nein, nicht. Wie kommen wir jetzt da durch? Das ist jetzt blöd. Ich will nicht, dass es so endet. Was hast du jetzt davon? Moment, sieht man ihn, wenn er auftaucht? Ja, da ist er. Ich wollte nämlich zu dem Lichtschalter dahin. Ha, ich habe wieder hier den Kelch. Was auch mal der mir bringt. Warte mal. Wenn Jay jetzt da ist. Keine Ahnung, ob ich recht habe in meiner Theorie. Aber wenn Jay jetzt da ist, ist er dann noch in dem anderen Raum. Aber ewig machen wir jetzt auch nicht mehr. Oh shit, der letzte hat mich echt erwischt. Huh. Vielleicht kriegen wir noch mal einen schönen Story-Part hier hin. Das wäre ganz geil. Ansonsten, wie immer das gleiche Prinzip, Spiel selber kaufen und spielen. Ist er wieder hier? Er ist überall! Aha! Weißt du, ich hätte eben schon rumgekonnt. Da blinkt was Rotes. Hier wird das Scheißgefühl, wir sollen nicht aufs Holz oder sollen nur aufs Holz? Ich weiß es nicht. Jay, bleib weg. Hey, das ist doch eindeutig. Okay. Boah, ist das eine hakige Steuerung gerade. Heftige Scheiße ist das schwer zu steuern. Das ist richtig schwammig. Warte mal, wir können Jay nur mit Licht vertreiben, oder? Ach komm, jetzt mach's nicht so übermäßig kompliziert, ey. Hallo. Ich würde ganz gerne das einstecken. Ey, mach kein scheiß Rätsel draus. Warum kann ich's nicht greifen? Hiermit? Nein, Blödsinn. Vielleicht hier was ziehen? Den hier weggeschoben? Und jetzt kann ich den Stecker sehen? Oh, echt jetzt? Jay kann also nur im Schatten überleben. Spielprinzip verstanden. Holy shit. Jetzt checke ich das Game. Genau jetzt, wo wir theoretisch ausmachen. Aber vielleicht habe ich mich ja gnädig gezeigt und es einfach ein bisschen gecuttet, weil es gerade so spannend ist. Aber meistens bin ich so ein Arsch und mache das nicht. Naja, komm, ich muss zugeben. Ihr müsst euch ja noch ein bisschen selber was machen. Also was aneignen können. Aber das Spiel ist gut. Ich hab's deutlich schlimmer erwartet, also schlechter erwartet. So, ist Jay noch da? Fuck you! Fucking... Nein! Ach, fuck! Hey, Jay. Oh nein, bitte nicht alles nochmal. Tipp. So, jetzt. Oh, fuck! Erst geht die an, dann geht die an. Ach, fucking hell. Okay, jetzt kriegt er uns auch nicht mehr. Also ich meine, er ist nicht mehr gruselig. In dem Sinne. Nicht kriegen. Nicht kriegen. Ich muss diese... Scheiße.
Das geht an, das geht an. Und... ja. Nein! Dieses Scheißlicht ist mein Feind. Also eigentlich ist es mein Freund. Das geht an, das geht an. Und... Geronimo! Fuck, fuck, fuck! Und, hat's geklappt? Warum ist das scheiß Fenster da unten? Okay, der Weg ist also versperrt quasi. Jay ist überall da, wo es dunkel wird. Ich habe ein ganz beschissenes Gefühl gerade. Alter! Oh nee, warte mal, das heißt... in der Theorie... ist Jay jetzt überall, wo es fucking dunkel ist. Überall. Was heißen würde... ist das hell genug schon? Okay. Was bedeuten würde, dass egal was wir machen, wir müssen jetzt auf jeden Schatten aufpassen, seitdem wir ihn erweckt haben. Was hat das für ein Sinnfragezeichen? Ist hier was drin oder so? Hat das einen Nutzen, dass wir das Ding hier gerade rausziehen? Also ich habe jetzt keinen Nutzen erkannt. Habt ihr einen gesehen? Muss ich hier irgendwas an der Wand sehen oder so? Oder das Steinchen hier benutzen? Nein. Wir können also Jay nur mit Licht besiegen. Okay. Hin und her ziehende Dingis machen. Vielleicht irgendwie hier den Weg versperren? Keine Ahnung, muss das zusammen? Hat das einen Nutzen, dass das zusammen muss? Ja, es sieht dumm aus, aber sonst. Müssen wir es irgendwo hier oben hin? Ah. Ernsthaft jetzt. Das sind jetzt eure Puzzle in diesem Spiel, ja. Schiebt die Schränke passend zusammen, dass du drüber hüpfen kannst. Um das Ganze zu intensivieren, hätten sie jetzt die Lichter kaputt machen müssen. So, dass wir nur, sagen wir, x Minuten haben, bis Jay auftaucht. Dann sagen wir lieber x Sekunden. Okay, und ein noch! Oh oh, oh oh. Zu dunkel, Fragezeichen. Ah, fuck, ich wusste es. Ah, ich wollte extra noch ins Licht rennen. Holy fucking goddammit hell, bitch. Fuck. Home sweet home. My best birthday ever. Wem küsst uns die? Wow, hey. Hey. Das ist Geronimo. Und ich glaube, dein Dolch. Damit können wir auch in die Villa. Oh oh. Oh. Hi. Irgendwas möchte, dass wir hochgehen, glaube ich. Ist nur eine Theorie. Okay. Was muss... oh. We've worked hard with your mother, for this moment. Ach so, ja, okay. We've talked about it while and finally the time has come. We're aware of everything we have suffered due to your cruel schoolmates, and we're sure the school with all the dark corners could be a good place for you. Happy birthday, son. Enjoy them. Ich hab da gerade eine ganz beschissene Idee. Die Eltern von Jay, weil er immer gehänselt wurde und deswegen so ein Bastard geworden ist, haben alle Leute umgebracht. So ist mein Gefühl. Und ihm das quasi als Geburtstagsgeschenk gemacht. Das ist schon krank. Ich meine, ja, sie lieben ihr Kind, aber ey, krank. It's the key to the king. Really?
Okay, ich möchte jetzt wissen, was passiert. Nichts. Schade. Jay, ich hab einen Dolch. Verzieh dich. Oh scheiße, es ist dunkel. Fucking... Alter. Kann ich ihn töten? Fuck you, Jay. Puh, okay, liebe Freunde. Lasst es das für heute gewesen sein. Und ich würde sagen, wir quälen uns morgen weiter mit was auch immer. Ich sag's euch vorweg, das Ganze wird jetzt ein wenig mentaler. Also wir gehen weg vom Chasing, zumindest versuche ich's. Und wir werden mental. Habt da eine schöne Spielempfehlung bekommen und habt den Rest ein bisschen angepasst. Ja, es gefällt mir an sich. Und das Spiel ist eigentlich ganz cool gewesen. Aber es ist halt einfach nicht mein Spielstil. Ich hasse Chasing Horror und den ganzen Bullshit. So, whilst I could say, thanks for watching, like, subscribe, share and die, whatever. Genau, teilt das Video. Ich hoffe, ihr wisst Bescheid, damit könnt ihr mir nämlich helfen. Aber ich habe keine fucking Idee, wo ich jetzt hin müsste. Also, wenn ihr das ganze Spiel spielen wollt, ne, kaufen. Link ist in der Videobeschreibung, wie immer. Oder könnt ihr mir sagen, wie es ausgeht? Was mit Jay passiert ist? Oder was auch immer ihr noch so erfahrt? Ich bin gespannt. Freue mich über eure Kommentare. Hoffe, Moment, eine Sache noch. Hoffe, wir können uns beim nächsten Mal wieder sehen, wenn wir morgen weitermachen. Ansonsten noch eine schöne Woche 3. Jetzt kommt Woche 4. Bereit machen. Ey, guck mal, wir haben noch einen Schlüssel. Ha. Komm, Jay, sag mal tschüss. Tschüss. Okay, Valeroyeris, euer Wolf. Ready, aim, fire.